So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa Source. Ja. Wir haben wohl ein kleines Problem. Aber, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht wegkriegen können aus unserem schönen Raketentestgelände. Hey. Klar. Wir haben ja keine andere Wahl. Gut, dass das Militär nicht hiervon weiß. Ah. Fernzünder, perfekt. Nö, du bist doch dumm, oder? Wie geht man nochmal? Tastatur. Sprinten. Springen, ducken. Ah, dann soll ich mich wohl anscheinend ducken. Lecker Auge. Nee, da vorne sollst du. Mist. Nein! Wer weiß das Tier, dass ich hier bin? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Im alten Teil hat es doch auch so funktioniert. Ja, es gibt doch keine anderen Tasten. Ist auch Black Mesa. Immer Rennen einschalten, nö. Ach so, Leistung, Grafik, nee, Bobbing, das hier muss drin sein. Ah. Hm, so geht's auch. Wahrscheinlich will ich gleich drauf gehen, deswegen werde ich hier auf jeden ja, keinen Fall einen Safe-State setzen. Ja. Ich habe 9 HP, fick dich also. Leben. Hallo, Leben, Ola-Daten. Das schreibe ich mir da auf. So. Okay. Okay, scheiße. Ja, komm, gut, und doch ein Safe State. Oh. Ich glaube, das war es nicht ganz. Ich glaube, ich hätte das Teil vorher nicht unterwerfen sollen, weil da unten war Wasser, also hätte ich das rein theoretisch überleben sollen? Und
Oder nicht? Ich kann auf das Ruder springen. Ich versuch's nochmal hier. Ja. Ah, nee. Ja gut, so halb. Ich denke gerade nach. Nee, gut, okay. Da war eine Leiter, oder? Oh. Na gut. Das war nicht ganz so optimal. Das war scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich muss gleich die Szene nochmal neu spielen. Ich probiere es noch einmal aus. Mit der Magnum. Ja, gut, das hat geklappt. Nö. Moment. Na gut, okay. Dann wird es jetzt, glaube ich, wieder so eine scheiß Arschloch-Szene geben. Na komm, mach doch vernünftig. Hilfe. Was soll das? Ich glaube, das wird eine Scheißfolge. Okay. Gut, weil im Original war da noch so ein Vieh, was mit seiner Atommülle rumspuckt. Ha! Wusste ich's doch. Ja, wirklich zu offensichtlich. Oh, jetzt kommt eine coole Szene. Ich bin schon ganz gespannt, wie sie diese umgesetzt haben. Ja, ich bin bei so vielen Sachen in diesem Spiel gespannt, weil Half-Life 1 so viele tolle Szenen hatte. Ah, hier. Die Szene total unrealistisch ist, wie ich finde. Weil so viel Power kann so ein Ding bestimmt nicht machen. Also ist doch, das kann schon Power machen, aber dass es dann so krass ist. Wow. Komm. Lass mich doch irgendwo rein. Ja, Moment, da ist rot. Da ist hell. Na, egal. Scheiße. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Also ich habe damit gerechnet, dass ich da runterfalle. Aber dass ich dann direkt verprügelt werde. Holy shit.
Freaks. Immer ein Achievement. Nö. Okay, gut, nochmal. Aha. Whoop. Lol. Habe ich beide erwischt? Hoffe ich mal. Ja, habe ich. Nicht! Fick! Nochmal, nochmal, nochmal. Oh, welche überraschende Szene. Wupp, wupp, wupp. Oh, das Ding steht ja wieder auf. Welche Überraschung. Hier, friss den. Bam! Das hat reingehauen. Kein HP-Zeug. Na komm. Das ist doch auffällig. Na gut, dann eben nicht. Ja, ja. Ich hab das hier vorne schon gesehen. Na also, da brauch ich's doch. Dann gib's mir hier auch. Ah, also doch. Ja, irgendetwas in Richtung Leben. Gut, 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 gut. Oh! Nam, 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 nam. Das war lecker. Die Viecher regen mich jedes Mal auf. Ladedaten. So, und das war's mit Ladedaten. Aber ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge von Let's Play Black Mesa. Oder Black Mesa Source. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.